auf deine Art und Weise, auf die wohltuendste Art und Weise, in diesem Augenblick, in diesem Hier und Jetzt, so richtig schön gemütlich. Und nimm einen wohltuenden, tiefen Atemzug und schließe deine Augen. Und spüre, wie du ankommst, hier, jetzt, in deinem Körper, in diesem Raum. Und spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst, und spüre, wie die Anziehungskraft von Mutter Erde dich ganz sanft, stetig und zuverlässig an ihr Herz zieht. Und dann stell dir vor, nimm wahr, wie Spannung aus deinem Körpersystem zu weichen beginnt. Die Spannung, die sich im Alltag vielleicht aufgebaut hat. Und auch die Spannung, die in den Themen steckt, die du vielleicht gerade bewegst, die dich bewegen. Und ganz gleich, was um dich herum so geschieht, was für Geräusche es gibt, spüre, dass du ganz bei dir bleiben kannst. Im Kontakt mit dir, mit deinem Körper und mit der Entspannung, die nach und nach Raum greift. Und nutze die fließende und strömende Qualität deines Atems, um deinen Körper zu unterstützen, Spannung zu entlassen. Vielleicht kannst du einmal spüren, in welchen Bereichen deines Körpers sich bevorzugt Spannung aufbaut, wo du Spannung hältst. Vielleicht ist das in deinem Kiefer, in deiner Augen- oder Stirnpartie. Vielleicht hältst du Spannung in deinem Nacken oder deinem Unterbauch. Erlaube gleich welcher Stelle, welchem Bereich deines Körpers jetzt zu entspannen. Und vielleicht magst du dieses Entspannen unterstützen, indem du wahrnimmst, dass aus dem Herzen der Urquelle reines, glitzerndes, strahlendes Licht strömt. Durch deinen Lichtkanal, durch all deine höheren Chakren. Und nimm dann wahr, dass dieses Licht auch durch die Chakren deines Körpers strömt. Und auch über deinen Körper hinaus hinabströmt in die höheren Chakren unterhalb deines Körpers.
Und dieses Licht strömt bis zum Herzen der Erde. Und stell dir vor, wie es sowohl Spannung mitnimmt, als auch Energie bringt. Wie fließendes Licht, wie als würdest du unter einem Wasserfall aus reiner Lebenskraft stehen. Sanft und nährend, kraftvoll und liebevoll fließt die Energie. Und spüre, wie in diesem strömenden Lichtfluss ganz besonders dein Herzbereich zu strahlen beginnt. Das Licht deiner Seele aus deinem Herzensdiamanten strahlt und gemeinsam mit dem Licht aus der Urquelle strömt und fließt. Und lass das Licht, das aus deinem Herzen strömt, gemeinsam mit dem Licht der Urquelle jetzt an die Stellen deines Körpers fließen, an denen Spannung sich eingenistet hat. Und spüre, dass dieses Licht nicht nur Entspannung bringt, sondern auch Transformation. Lass diese hohe, reine, göttliche Kraft einfach wirken. Deine Energie und die Energie der Urquelle wissen genau, was zu tun ist. Und so erlebst du und spürst du, dass dein Körper immer mehr von Licht erfüllt ist, dass deine Chakren immer mehr von Licht durchflutet und durchdrungen sind und ihr Licht ausstrahlen. Und so spürst du, dass dein ganzes System inklusive deiner Energiekörper immer mehr in Harmonie kommt, sich immer mehr ausgleicht, immer mehr Ruhe und Stabilität einkehren. Und so umhüllt und getragen, durchdrungen und gehalten von liebevoller, lichtvoller Lebensenergie, erlaube dir jetzt ganz tief hineinzusinken in deine Mitte, in dein Innerstes, in deine Essenz. Und mit jedem Atemzug sinkst du entspannt tiefer und tiefer und tiefer in deine heile Mitte. Und nach einer Weile erlebst du dich,
umgeben von Licht. Und merkst, du kommst an in der Mitte deines Herzens. Und nach bemerkst du, dass du umgeben bist von einer duftenden, wunderschönen Blütenpracht. Genieße die Farben, die dich umgeben und komme immer mehr und mehr an in dieser wunderschönen, zarten, lebendigen, kraftvollen Umgebung, die dein Herz ganz tief berührt. Spüre, dass du umgeben bist von Zartheit und Schönheit. Dass alles um dich in Liebe gehüllt, von Liebe durchdrungen und Liebe ausstrahlend ist. Spüre, dass dieser Ort in deiner Mitte sofort deine Zartheit liebevoll umarmt. Das Zarte und Feine in dir hier ganz sanft zu schwingen beginnt. Und spüre, dass es hier in Sicherheit ist. Dass du hier in der Mitte deines Herzens vollkommen geborgen bist. Und dein Atem fließt noch freier und noch entspannter an diesem Ort. Spüre, dass du hier und jetzt eingeladen bist. Das Zarte und Sanfte in dir wertzuschätzen, anzuerkennen und zu würdigen. Lasse ein in dein Bewusstsein, dass das Zarte und Feine in dir Teil deiner großen und unbeschreiblichen Kraft ist. Und das Zarte und Feine in dir ist auch das, was dich verletzlich fühlen lässt. Denn das Zarte und Feine braucht Schutz. In einem Leben, in einer Welt der Dualität. Und wenn es geschützt und geborgen ist, dann kann es strahlen in den schönsten Farben dieser Blüten, die dich umgeben, in der schönsten Schönheit, in der kraftvollsten Würde. In der einzigartigen, filigranen Feinheit, die in dir ist. Und hier in diesem Ort kannst du spüren, dass du sowohl Feinheit und Zartheit bist und in dir trägst, als auch die Kraft und Stärke, die sie schützt.
Und wenn du magst, dann stell dir vor, dass du dich jetzt voll und ganz mit deiner Feinheit und Zartheit verbindest, dich an diesem Ort der Geborgenheit und des Schutzes ganz auf sie einlässt. Ohne sie kannst du das Schöne dieser Welt nicht in Gänze erfassen. Ohne sie kannst du nicht zärtlich sein, Zärtlichkeit empfangen. Ohne sie bleibt es oberflächlich, grob, vielleicht sogar dumpf. Und so erlaube der Feinheit, die dich in deinem Herzen umgibt, jetzt in dich zu strömen. Erlaube dir, fein zu werden, hier und jetzt. Und spüre, dass je mehr du das tust, deine Kraft umso mehr wächst. Vielleicht magst du wahrnehmen, dir vorstellen, dass sich ein sanftes, glitzerndes Licht um dich legt, das Licht deiner Seelenessenz, wie ein schützender Mantel und umhüllt von diesem Licht kannst du vollkommen deine Feinheit zulassen. Deine Zartheit zulassen. Und dann atme entspannt, atme nährend, während du dich tief einlässt auf das Erfühlen deiner Zartheit und Feinheit. Beobachte deinen Körper. Beobachte die Umgebung, so blütenreich und schön. Beobachte, was sich in dir öffnet, wenn du dich deiner Zartheit öffnest. Und erlaube dir auch wahrzunehmen, dass diese Zartheit in dir nicht deine Versehrtheit ist. Zartes in dir wurde versehrt, aber deine Zartheit ist eine reine Kraft. Deine Feinheit ist eine große Quelle. Und wenn du magst, in deinem Tempo, stell dir vor, wie du so verbunden mit deiner Zartheit das Versehrte in dir liebevoll betrachtest. Wie du feine Wellen der Liebe dorthin sendest. Wie du zarte Wellen des Trostes dorthin strömen lässt. Spüre, wie deine Feinheit das Versehrte in dir so liebevoll berührt,
dass tiefe Entspannung sich ausbreitet. All das Versehrte in dir heilt nicht durch deinen Willen, durch deinen Druck. Das Versehrte in dir heilt durch deine liebevolle Zuwendung, durch deine Feinheit und Zartheit. Und weiterhin strömt Licht, strömt Kraft durch dich. Du empfängst deine Kraft, während du deine Feinheit und Zartheit im Innern strömen lässt. Atme wohlig und entspannt, während eine Weile der Stille folgt. Erlebe dich in dieser Zuwendung zu dir und lass Heilung in deiner Feinheit fließen. Und wenn du möchtest, entscheide dich hier und jetzt und heute, deine Zartheit und Feinheit zu achten, zu würdigen und zu schützen, indem du zu dir stehst, indem du deine Wahrheit lebst. Und indem du auch dir selbst gegenüber sanft und wohlwollend bist. Indem du auch dir selbst gegenüber auf Härte und Druck und das Durchsetzen deines Willens verzichtest. Entscheide dich für Selbstachtung, für Selbstliebe, für deine Würde. Spüre den Ort in seiner Blütenpracht, in seiner Farbepracht, in seiner Duftpracht. Und lass dir jetzt aus deinem Innern
eine Botschaft, ein Bild, einen Impuls schenken, was du für dich in nächster Zeit für Schritte, für Entscheidungen tun und fällen kannst, die dir helfen, deine Zartheit zu leben und so schillernd und fein zu sein, wie du es wirklich bist. Und nimm diese Botschaft tief in dein Herz und spüre die Bitte, die in dieser Botschaft liegt, sie umzusetzen, ihr zu folgen. Und dann, wenn du magst, freue dich darauf, in nächster Zeit wunderbare Erfahrungen zu erschaffen. Neue Erfahrungen zu erleben, in denen du so gut bei dir bist, dass du ganz du selbst bist, dass du dich in dir geschützt und geborgen fühlst, während du in deiner Feinheit und Zartheit präsent bist. Freue dich darauf, von dir selbst überrascht zu sein. Vom Leben beschenkt zu sein und jeden Tag mehr Leichtigkeit zu empfangen. Und dann ganz behutsam folge der Absicht, aus deiner Herzensmitte diese wunderschöne Energie mitzunehmen in diesen Raum, in dem dein Körper sitzt oder liegt. Bleibe in dieser entspannten Wahrnehmung deines fließenden, strömenden Körperwesens, während du den Raum um dich wahrnimmst. Die Schwerkraft, und hier in diesem Raum, so verbunden mit deinem Herzen, wenn du magst, verneige dich innerlich vor der Kraft deiner Feinheit und Zartheit. Und dann lass einen wunderschönen, gebündelten Strahl deiner Herzensseelenkraft, deines Lichtes, so fein und kraftvoll, wie es ist, in unsere Mitte strömen, wo sich all unsere Herzensstrahlen miteinander verbinden, zu einem wunderschönen, einzigartigen Licht. Und erlebe dich in dieser Verbindung und Verbundenheit zutiefst willkommen und erwünscht, geachtet und gesehen, gewertschätzt und geliebt. Dann atme bewusst etwas tiefer und etwas aktiver ein und aus, um dich sanft auf die Rückkehr aus der Meditation vorzubereiten. Und bewege sanft ein bisschen deine Gelenke, deine Hände, deine Füße.
Und dann, wenn du bereit bist, wenn es für dich soweit ist, dann ganz sanft und zugleich entschlossen, recke dich und strecke dich und öffne deine Augen und sei ganz willkommen zurück in diesem wunderschönen Augenblick.